Hallo. Hallo, viele meiner Guiding-Gäste und Follower fragen mich derzeit, wie denn eigentlich die Situation mit Corona so auf Gran Canaria ist. Ja, gar nicht. Das heißt, wir haben seit dem 15. März einen sogenannten Estado de Alarma und das bedeutet ganz einfach mehr oder weniger Ausnahmezustand. Drastischer eigentlich als in Deutschland. Da wir rein theoretisch, rein praktisch auch, eigentlich nicht vor die Tür dürfen, außer zum Beispiel zum Gassi gehen. Deswegen habe ich auch einen Hund mir angeschafft. Nee, Spaß. Wir haben einen Hund und ich bin gerade mit meiner Katze unterwegs und führe die Kaltgassi und habe mich jetzt bis an den See hervorgewagt. Da würde ich eigentlich auch ganz gerne angeln gehen, jedoch ist das nicht erlaubt. Das heißt, es ist außer einkaufen, tanken, zur Bank, zur Post gehen, nicht erlaubt, irgendeine Freizeitaktivität zu machen, außer halt, wie gesagt, mit dem Hund Gassi gehen. Die Einheimischen nehmen das Corona extrem ernst. Also man sieht sie fast überall mit einer Maske und wenn sie keine Maske haben, dann tragen sie meistens so ihren Pullover und das eben nicht nur beim Einkaufen, sondern tatsächlich auch alleine im Auto, während der Autofahrt mit einer Hand am Steuer, mit der anderen Hand die Maske oder den Pullover. Und fahren damit ihr Auto durch die Kurve. Das ist schon absurd. Kurz, man nimmt hier das Thema extrem ernst und da muss auch jeder mitmachen. Wer nicht mitmacht, der wird hier gnadenlos angezeigt. Also Leute, die zum Beispiel am Meer wohnen und da mal so für heimlich eine halbe Stunde angeln gehen oder auch selbst nur eine 5 Minuten sich erfrischen wollen im Meer, die müssen mit einer Anzeige rechnen. Und die Strafen für Nichteinhalten der Ausgangssperren gehen hier ab 600 € los. Das kann auch sein, zum Beispiel mit zwei Personen im Auto fahren, die nicht miteinander verwandt sind. Ja, und da überlegt man sich natürlich schon, ob man hier heimlich an den See geht und vielleicht mal ein paar Würfe macht und vielleicht riskiert, dass man von irgendwo hier beobachtet wird und eine Anzeige kassiert. Dementsprechend kann ich auch keine Fang-Updates posten. Ja, war da jetzt schon jemand, der gerade hier? Bis 26. April wird dieser Ausgangssperre halten, bis 9. April sehr strikt. Touristen gibt es derzeit praktisch keine auf der Insel. Die Ausgangssperre bzw. der Estado de Alarma, der wurde ausgerufen am 14.03., am 14. März. Da hat man auch sofort angefangen, die Strände zu sperren, auch jede touristische Aktivität einzustellen. Das heißt, auch meine Arbeit ist natürlich davon betroffen. Ich verdiene jetzt derzeit kein Geld über Guidings. Die Touristen waren praktisch hier aktivitätslos, was natürlich zur Folge hatte, dass sie ausgeflogen wurden. Oder die Leute, die hier überwintern normalerweise, die eben zusehen mussten, wie sie selbst noch einen Flug bekommen würden. Weil die Flüge hier auf die Insel sind natürlich jetzt extrem wenig geworden. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, ab und zu im Hintergrund springen Karpfen die Leichen. Auch einige Barsche haben gerade geraubt. Ja, schade auch. Ich kann nur hoffen, dass diese Situation bald vorübergeht und wir uns demnächst hier auf der Insel wiedersehen. Wer möchte, kann mich natürlich gerne unterstützen, ein Buch von mir kaufen oder ein paar Köder. Wobei, gerade bei den Ködern sind die Bestände sehr knapp. Ich bekomme auch kein Material derzeit. Das heißt, bis demnächst. Gute Besserung kann man dann wünschen. Ja, tschüss von Gran Canaria, sage ich schon mal. Und ich verabschiede mich mit meinem letzten Fang am Meer vor der Corona-Krise. Bis dann. Tschüss. Kurz zuvor hatte ich einen mächtigen Biss, der mir den Gummifisch zerstörte. Da ich vermutete, um welchen Räuber es sich handelte, stellte ich sofort auf Needlestick um und einer speziellen Führungstechnik. Wenn dies auch sicher nicht das Exemplar war, das mir den Kunstköder zuvor zerstörte, so ist ein Bluefisch Mitte März immer etwas Besonderes. Hoffentlich dürfen wir bald wieder angeln.